Ja. Wir kommen heute zu einem... Ja, was, wie nenne ich's denn? Let's Show. Eine Runde mit. Auf jeden Fall einer Schlacht, die ich schon vor langer Zeit geschlagen habe, auf der Karte Borodino gegen den Herrn Lutz, gegen meinen Oberst oder Obristen in Mountain Blade Napoleonic Wars. Und ich versuche mal nachzuvollziehen, was ich damals getan habe, vielleicht ein bisschen zu erklären. Also es war so, es war natürlich Mistwetter auf der Karte Borodino, durch alle bekannt sein sollte. Natürlich ohne irgendwelche Mods damals. Und ich war Frankreich. Er war Preußen. Aber ich hatte vermeintlich eigentlich die bessere Ausgangsstellung. Ich bin natürlich erstmal ein bisschen weiter vor. Dieses verdammte Wetter, Sir! Das nasse Pulver wird viele Fehlzündungen verursachen! Ja, das wird's auf jeden Fall. Ich habe also eine 8-Fuß-Batterie, zwei 8-Fuß-Batterien habe ich hier oben. Ich habe hier im Dorf, oder in der Stadt, eine 6-Fuß-Briten-Artillerie. Ich habe Gardematrosen und junge Garde, eine Brigade zusammenformiert, die gerade im Kolonel dasteht. Und ich habe, na, meine wissen so, Voltigeure, ich habe noch Dragoner, Chasseurs, also Cheval, Dragoner, wo sind die Wenden? Nochmal Dragoner der Kaiserin. Hier habe ich also noch Chasseurs, also leichte Infanterie. Hier unten auch nochmal, also zwei Chasseurs, einmal Voltigeurs. Dann habe ich hier auf der linken Flanke das 18. Regiment, hoppala. So, ich komme dann wieder hin gleich zur anderen Brigade, aber hier ist noch mein Generalstab, der normaler Generalstab ist. Hier habe ich halt den Versteck polnische Legion 18. Nicht zwei polnische Legion, einmal das 18. Regiment Line Infanterie, also die tapferen Infanterie Line, Entschuldigung. Und ja, ich tue mir mal ein bisschen vor. Wird auch natürlich auch ein bisschen geschnitten werden. Jetzt beginnt's halt. Unsere Anfangsposition ist also hier hinten, wo die. Welche ganz weit hinten? Er hat 12 Fußbatterien, 3 Stück. Oder 3 Halbbatterien. Garde-Infanterie meistens. Garde-Infanterie, Musketiere. Er hat als General Gebhard Leberrecht von Blücher. Und er hat hier. Kürassiere. Sowie hier unten. Noch Husaren stehen. Es ist natürlich so, dass viele von ihm verdeckt sind, viele Einheiten. Also so, ich begehe, oder ich marschiere auf meiner linken Flanke vor. Ne, doch rechten. Rechten Flanke vor mit der Artillerie, um in Reichweite, um ihn irgendwann zu treffen. Ich habe natürlich das Problem, wenn seine 12 von den Kanonen feuern. Er marschiert gerade vor, wie es aussieht. Also ein Truppen auch vormarschiert etwas. Hier meine zweite Infanteriebrigade. Hier oben habe ich abgesichert für die Artillerie, damit kein Kavallerie durchkommt. Hier unten sind natürlich auch wieder noch meine Chasseure positioniert. Stelle, meine Kavallerie geht auf der linken Seite vor. Der Generalstab, der momentan Dorfposition hat, so, den habe ich, glaube ich, damals vergessen gehabt aufzustellen und der marschiert jetzt oben. Wir sehen hier also, hat er auch noch viele Schützen versteckt auf dem Ufer, was ich damals noch nicht erkannt hatte. Seine gesamte Infanterie rückt also vor auf der gesamten Breite. Er hat auch Fusiliere, also das heißt, er müsste ungefähr einen gleichen ausgeglichen haben wie ich. Seine ausgeglichen Einheiten schützen weiterhin. Er versucht jetzt also, ja, dazu vorzudringen. Positioniert seine Artillerie wieder neu,
1, 2, 5 Fußball Idee. Und versucht mit der Infanterie jetzt über den Fluss zu gehen. Dass da eine Infanterieabteilung zur, nicht ganz ohne Deckung, doch ohne Deckung eigentlich, vor seiner Artillerie stehen. Weil die Infanterie rückt also hier vor, um entweder diese Höhe hier zu nehmen oder sich im Schutz davon zu verbergen. Jetzt damit meine Kavallerie auf der linken Flanke vorrücken zu lassen, also die Dragoner und Chasseurs à Cheval. Die Dragoner der Kaiserin sind auch auf einer rechten Flanke, sowie dass ich die Chasseure vorgehen lasse und um seine Infanterie momentan etwas aufzuhalten, während seine Infanterie weiterhin unter Artilleriebeschuss ist. Es ist natürlich auch so, dass meistens früher zumindest die Schlachten, die Artillerie das Gefecht eröffnet hat, dann das Vorgehen der leichten Infanterie war, so wie ich es ungefähr praktiziere. Und danach, dass verschiedene Infanterieeinheiten, das ist natürlich nicht nur umsetzbar, weil Napoleon tot war. Hier im Moment halt versucht auch meine Infanteriebrigade vorzuschieben. Eine polnische 18. Regiment der Infanterie. Einfach nur meine Stellung hier am Fluss aufzubauen. Das Problem ist trotzdem, dass seine Artillerie ein wunderbares Schussfeld hat auf meinen Truppen. Beziehungsweise auf der linken Seite, auf meiner rechten Seite auch. Sind wir so, dass Preußen seine Truppen hinter einen Hügelkamm gezogen hat und die Stellung sicher zu sein, beziehungsweise noch seine Truppen hinter einen Hügelkamm ziehen lässt, seit er vor Artilleriebeschuss sicher ist. Ich hingegen rücke mit meiner leichten Infanterie und mit einer Einheit Chasseuren vor, habe meine Infanterielinie aufmarschieren lassen. Und auf meiner linken Flanke beginnen die zwei Kavallerieeinheiten, die ich dort stehen hatte, mit einem weiteren Vorrücken. Wir sehen hier, dass uns schlesische Schützen im Wald hat, die sie jetzt vorrücken lässt. Aber was ich nicht wüsste, hier auch Husaren stehen gehabt. Jetzt gerade mal zum Versuchen anzugreifen. Ich ziehe sie also, versuche sie zurückzuziehen, beziehungsweise den Nahkampf zu verwickeln. Ich glaube, sie auch in den beziehungsweise versucht jetzt Lutz Kavallerie runterzuschicken, um meine auszuschalten. Hier im Seefall von Kürassieren. Während ich meine Truppen weiter in Stellung bringe, beziehungsweise leichte Infanterie. Und die Gardebrigade hinter den Hügel ziehe. Und die Britenartillerie vorziehe, das heißt, ich lasse meine rechte Flanke. Ich lasse meine Position im Dorf fallen. Was er theoretisch auch hätte ausnutzen können, aber nicht gemacht hat, wahrscheinlich weil ich einfach wieder zu schnell im Dorf wäre. Und dass auf meiner rechten Seite die Dragoner der Kaiserin vorgehen. Während hier unten das Gefecht langsam
für mich, das Teil, für mich entschieden war, könnte es problematisch werden, wir haben gegen Kürassiere. Ich schicke also meine Chasseurs à Cheval vor, um sie etwas versuchen abzuschießen. Hat leider nichts funktioniert, wie es aussieht. Und er greift jetzt. Oder? Da ist ein Trupp noch stehen. Ich schicke stattdessen noch eine zweite Einheit Husan runter. Formation des Camus! Ziehe meine Chasseurs-Asche, weil versuche ich zurückzuziehen. Dann mein Dragoner. Und versuchen sich Deckung zu begeben. Ich habe es leider nicht rechtzeitig geschafft. Bedeutet schon hier für euch unten nichts Gutes. Während sich das unsere Männer fliehen, Sir! Linken nicht zu meinen Besten entscheidet. Trotzdem immer noch meine große Infanterietruppen. Meine Garde wird gerade eingesetzt, meine Garde-Brigade. Meine Artillerie hat schon zwei Geschütze eingebüßt. Beziehungsweise noch die Briten hat auch noch zwei Geschütze. Meine Infanterie steht auch noch Gewehr bei Fuß. Meine Dragoner der Kaiserin, mein versuchter Angriff auf der rechten schlug fehl, weil ich nicht wusste, dass er hier schlesische Schützen hatte, die in der Nähe dieses Hofes standen. Seine Astria wird also das Feuer weiterhin auf die ganze Einheit ist tot, Sir. Jetzt habe ich keine Kavallerie mehr für dieses Gefecht, oder fast keine Kavallerie mehr. Ich muss auch noch ein Stück. Sagen gegen Dragoner. Aber es sieht so aus, als ob ich dieses Gefecht. Nee, das Gefecht habe ich auch verloren. Während ich mit meiner Artillerie seine linke Flanke schieße, ja auch schon einige Verluste aufweist. Ist seine rechte noch großteilig in Deckung, hat aber auch schon einige Verluste beim Übergang eingelöst. Versuche jetzt also meine Briten Artillerie hier aus dem Gefecht zu setzen. Hat schon fast geschafft, weil ich nur noch einen habe. Meine Infanterie steht immer noch brav, Gewehr bei 50 Meter Linie aufmarschiert. Die Artillerie drüber hinweg schießt. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich meine Infanterie vorrücke. Apportez Tir! Seine Truppen aus der Stellung zu locken. Er versucht natürlich seine schlesischen Schützen vorzuschicken, beziehungsweise seine Fusiliere. Wir werden sehen, was kommt. Er hat seine Kavallerie jetzt nun auf seiner rechten Position geschickt. Und seine Infanterie bleibt trotzdem immer noch Gewehr bei Fuß. Er hat seine Artillerie immer weiter beschießt. Jetzt ist es so, ich habe meine Chasseure beziehungsweise meine Voltigeure vorschickt, meine Chasseure näher zusammengerückt, um jetzt seine feindlichen Schlesischützen anzugreifen und ihn aus der Stellung zu locken. Während meine Infanterie zwar immer noch unter Dauerbeschuss ist, diese aber standhält und auch geringe Verluste hinnehmen muss. Eine Garde-Brigade ist immer noch in Reservestellung, auch wenn sie durchzogen wurde, dem Menschen der Schuss steht. Ui. Jetzt beginnt also hier das Gefecht langsam der Infanterie zu entspannen. Das heißt, die leichten Abteilungen kämpfen jetzt gegen die leichten Infanterie schon als gegen die Jäger.
meine rechten, also Verstärkchasseure und Voltigeure. Effektiv gegen die schlesischen Geschütze versuchen sollen zu behaupten. Noch weil die Chasseure gegen deutsche Infanterie kein Füsilier kämpfen. Die Artillerie steht auch. Meine Artillerie setzt eben weiter noch unter Schuss. Auf seiner rechten Flanke mit seiner einen Brigade vorzurücken und der leichten Infanterie Stellung zu beziehen. Mein Truppen zu beschießen, ich ziehe meinen Truppen daraufhin zurück. Und habe also einen Teil erstmal vorlocken und versuche sie zu beschießen. Leider zieht dann deine Truppen wieder schnell zurück. Dann sehe ich meine leichte Infanterie weiter hier aufbaut. Wieder dann eine neue Stelle aufbaut und ich meine Linie weiter ran am Fluss ziehe, meine eine Brigade. Vielleicht wird es erstmal mit den Schleppen weiter fortgeführt. Sein Jäger jetzt versucht nach links etwas zu ziehen, während seine Kavallerie auf der rechten mit einem leichten Vormarsch beginnt. Der Regisseur weiter vorrücken, um seiner Infanterie zu begegnen. Er zieht jetzt auch seine beiden Brigaden zusammen, um eventuell sich auf den behaupten zu können vielleicht. Genau, aber gerade bleibt es trotzdem weiter noch standhaft. Seine ganze Infanteriebrigade vor, seine gerade Infanterie muss hier eine Infanteriebrigade. Versucht wahrscheinlich das Feuer zu öffnen. Ich ziehe also meine Avantgarde zurück. Etwas, damit es zurückziehen wird es nicht. Aufgegeben werden, genauso wie meine Chasseure auf der linken. Und habe ihn damit also zum Angriff herausgefordert. Sie muss seinen Truppen natürlich wieder zurückziehen, damit sie nicht unter Schuss geraten. Und es scheint, als ob er das Teilgefecht hier vorne, das Vorgefecht gewinnt, das Angriffsgefecht, habe ich dann noch alle Truppen, alle Großteil der Linientruppen noch in Reserve stehen, beziehungsweise noch nicht in Aktion rein. Ich bin also weiter meine Avantgarde weiter an den Flussrand zu ziehen, um ihn zum Vorgehen zu bewegen. Seinen Einheiten. Seine Linieninfanterie wieder zurück, um
vor der Artillerie sicher zu sein, während seine leichte Infanterie immer noch vorne steht. Zumindest ein Jäger. Und wenn er die bessere Position hat, bleibe ich dennoch dabei, seine Einheiten dort zu beschießen. Während meine Garde hinterrücks engagiert, um auf meiner linken Flanke Position zu beziehen. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Das ist geschehen, wir haben also... Also schon die erste Munition sein. Ich lasse natürlich meine Chasseure vorrücken, um die preußischen Füßlinge anzugreifen, während meine... Wollte Schere sich zurückziehen weiter. So, jetzt natürlich einmal ihn auf Richtung Fluss zu locken. Er greift seinen Husaren meine Chasseure an. Ich habe mir natürlich. Werden viele Leute. Unsere Männer fliehen, Sir! Mein Angriff wurde also durch seine Husaren abgewehrt. Auch keine Munition zu mehr zu haben, versucht jetzt einen Angriff zu machen in enger zusammengeschlossener Linieformation. Da ich meine Leute zurückschicke, damit seine Infanterie von meiner Linie angegriffen wird. Oder beschossen wird. Da ist leicht die Zugangsgebracht. Das Ergebnis dieses Vorgefechtes ist, keiner hat mehr leichte Infanterie auf seiner Seite, also er hat seine leichte Infanterie und Jäger verloren. Ich habe meine Chasseure und Voltigeure noch. Es gab im Endeffekt eigentlich keinen richtigen Sieger im Teilgefecht. Also ihr merkt, dass meine Garden auf meiner linken Füße formiert sind. Und denkt er wahrscheinlich, es ist ein Angriff. Und schickt sofort eine Brigade dorthin, während er die zweite immer noch in Reserve stehen lässt. Ich lasse also meine Brigade zur Linie deployieren. Flankenweise am kleinen Zentrum mit meiner anderen Infanteriebrigade vorrücke. Die leichte Infanterie bleibt immer noch als Unterstützung dort. Und es wird sich aussehen, als ob sich gleich ein Gefecht entspannen könnte. Weil das jetzt zwei Brigaden aufeinander stoßen. Zwei Betriebbrigaden. Ich lasse jetzt meine Einheiten stürmen gehen und zu Feuer nehmen.
begleiten. Ihn unter Beschuss nehmen kann. Meine Garde auch noch mit einer Einheit Chasseurs, die ich noch hatte von der Avantgarde. Und seine Kavallerie versucht jetzt meine Garde anzugreifen. Was ich natürlich schnell schalten konnte und Karis formiere. Meine Kavallerie lässt sie wieder zurückziehen. Und schon lasse ich meine Infanterie wieder in Linien formieren. Beide Seiten schwer verrüstet sind, werde ich wahrscheinlich hier die Oberhand haben. Habe ich im Moment zumindest infanterietechnisch die Oberhand. Bei der rechten Seite ist natürlich jetzt wieder die meine andere Infanteriebrigade versucht, sie in Stellung zu gehen. Unsere Männer fliehen, Sir! Meine Gardematrosen haben den Kampf leider verloren und fliehen jetzt. Wir haben zu viel Verlust eingebüßt. Dafür hat er aber auch jede Einheit schon Verluste. Zwei meiner Garde-Einheiten haben noch relativ hohe Zahlen. Während er versucht, seine Kavallerie anzugreifen, entgegne ich diese also. Natürlich. Unsere Männer fliehen, Sir! Ich versuche natürlich meine Einheiten aufzureiben. Ich bekomme mir wieder ein Karree. Ich lasse ein Karree formieren. Damit seine Kavallerie zum Schuss nehmen kann. Eine, seine Musketier-Einheit ist schon, seine Musketier-Bataillon ist schon vernichtet worden. Er zieht natürlich seine Kavallerie wieder zurück. Auf meiner Rippe. Und ich habe meine auf meiner rechten jetzt noch voll die Schüre vorgeschickt lassen, um zumindest auf der Hälfte der Avantgarde vorgeschickt lassen, um seinen Druck zu besiegen. Dort auf diesen Zeigefecht zu besiegen. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ist natürlich wieder meine Munition ausgegangen. So, ich schicke sie wieder zum Angriff. Er versucht jetzt seine zweite Einheit vorzuschicken, um meiner Garde-Brigade entgegenzutreten. Ich schicke meine andere Brigade vor, um jetzt ein Teil zu schaffen. Meine Leute schwören, die keine Munition mehr haben, greifen gerade die Garde an. Scheint es, ob sie die Brigade in Auflösung gebracht haben. Weil ich meine Chasseure. Unsere Männer fliehen, Sir! Rechts bewege, um ihnen dort zu begegnen. Er versucht natürlich mit seiner Kavallerie, noch meine Brigade anzugreifen. Die formiere also wieder Karrees. Meine Karree. Ich versuche, meine Garde. Anzugreifen. Natürlich so, er hat. Es ist natürlich so, meine Brigade, meine zweite Brigade ist vorgerückt und hat die Feuer auf die andere, auf seine Brigade gelassen. Diese hat allerdings schon erhebliche Verluste durch den Artilleriebeschuss. Und meine Garde geht auf meiner linken jetzt vor, um sie auch zu begegnen. Seine beiden Infanterieabteilungen zurück, weil er bei meiner Infanterie an dieser Stelle überlegen ist. Hat dennoch aber seine gesamte Artillerie noch, genauso wie ich einen Teil meines Artillerie-Fuhrparks noch habe. Also mit meiner Brigade die Verfolgung aufzunehmen, während sich ein Regiment Richtung Artillerie wagt. Okay.
ihn jetzt allgemein mit ein. Nach retirieren, also sich zurückziehen in Wirkung. Er wird wahrscheinlich seine Kräfte bei der Artillerie sammeln. De facto hätte er die Schlacht schon verloren, wenn wir es nach dem gehen lassen. Er zieht doch seine Artillerie zurück. De facto hätte er die Schlacht verloren, weil er seine Einheiten zurückzieht und ich die strategische Mitte erobert habe. Aber die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Er schickt jetzt also wieder seine beiden noch verbliebenen Garde-Bataillone vor, sowie seine Kavallerie. Um vielleicht zu versuchen, meine Infanterie anzugreifen, während ich meine Artillerie noch vorwärts bewege. Mein Generalstab sowieso. Leider ist meine Garde, meine 6 Briten-Artillerie, hat keine Schüsse mehr. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ne, vielleicht nicht. Ihr seht ja, es ist die Munition ausgegangen. Ich habe also auf meiner linken Kämpfe mit der Kavallerie, während ich auf meiner rechten noch die polnische Legion völlig noch in voller großer Stärke haben wie die 18. Regiment der Infanterie The Line. Ich habe seine Kavallerie. Siegt. Meine Garde hat allerdings keine Munition mehr, wie es ausschaut. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Ich versuche jetzt also mit meinem General davon abzuhalten, meine Artillerie zu anzugreifen. Dass meine junge Garde, die keine Munition mehr hat, ihn angreift und mein General wurde gesehen, getötet. Ich habe also seine Kavallerie gerade in die Flucht geschlagen, noch Infanterie vorhanden, sowie einige Artillerieabteilungen. Er hat einen Teil der Infanterie noch und sein Park noch stehen, aber das Problem wird sein, dass er theoretisch zu keinem weiteren Angriff mehr in der Lage ist. Er hätte nach alter Sitte theoretisch schon den Rückzug antreten müssen. Leider ist es bei Napoleon Todebord so, dass er bis zur letzten Einheit kämpfen muss. Und er schickt jetzt seine Garde-Infanterie vor, um noch zu versuchen, was zu retten. Ich begegne also seine Garde-Infanterie gerade mit meiner jetzigen, noch verbliebenen Brigade aus polnischer Legion und 18. Regiment. Seine Garde wird unter Beschuss genommen. Artilleristen kämpft noch mit seinen stehenden Geschützen. Aber wir werden wahrscheinlich den Kampf verlieren und er unsere Männer fliehen, Sir! Wieder auf seine Artillerie immer noch in Position zu bringen. Ich bin aber mehr auf seine Infanterie fokussiert und bringe jetzt auch meine Artillerie in Position, während auf meiner rechten die letzte verbliebene junge Garde vorgeht. Jetzt meine Infanterie zurück, um die Artillerie freie Schüsse zu ermöglichen auf seine letzten verbliebenen Infanterieeinheiten. Hier soll seine Infanterieeinheiten zum Schuss. Monsieur! Also ich versuche
an meiner Rechten gegen die Artillerie vorzugehen, hat seine Artillerie sich schon aufgebaut und das Feuer eröffnet. So ist natürlich mit seiner Garde-Infanterie. Unsere Männer fliehen, Sir! Er hat meinen übrigen Generalstab, der noch aktiv war, in die Flucht geschlagen. Und ich versuche ihn also entgegenzuwirken, indem ich einen Teil meiner Infanterie nach rechts abziehe. Monsieur! Noch zur Stadt hat zu halten, flieht seine eine Einheit, schickt seine zweite vor, eventuell noch zurückziehen zu können, aber diese reicht nach kurzem Feuergefecht meiner Seite aus wieder zurück. Theoretisch hätte ich jetzt gewonnen, denn er wäre zu keinem weiteren Schlag mehr fähig, aber ich zeige euch jetzt schnell im Durchlauf, was passiert ist. Die Napoleon-Tote war ja so konzipiert, dass man nur bis zur letzten Einheit kämpfen muss, musste ich natürlich seinen Generalstab und seine Batterie noch eliminieren. Und da ich leider keinen Kavallerie mehr hatte und er schon anfängt... Unsere Männer fliehen, Sir! Da habe ich leider keine andere Möglichkeit als einen Frontalangriff, während meine Artillerie auf meiner Linken vorrückt, um seine zu beschießen. Sieht auch links unten die Anzeige, ich habe theoretisch schon verloren, weil seine Artillerie ja mehr wegfetzen kann und die Moral sehr erheblich einmal links greifen kann. Ich versuche zwar noch meine letzte Attacke durchzuführen, aber unsere Männer fliehen, Sir! Leider fehl, kurz bevor ich dort war. Alle Hoffnung ist verloren, Sir! Dieser Kampf ist fast vorbei. Jetzt habe ich theoretisch noch meine beiden Artillerieeinheiten, aber diese fliehen auch. Und strategisch hätte ich theoretisch gewonnen gehabt. Theoretisch, weil er keine Schlag mehr wäre. Allerdings hat, was das Blöde ja an Napoleon Tote war, dass die Einheiten bis zuletzt überleben mussten und nicht die Strategie. Wir haben uns später im Verlauf dann geeinigt, ich und Lutz, dass wir es so machen lassen, wenn keiner mehr so viele Einheiten möglich hat, dass er einen Schlag durchführen kann, beziehungsweise die Hauptposition, also das Zentrum der Karte von einem besetzt wurde, dann am Ende des Gefechts, dass dann derjenige gewonnen hat. In dem Falle wäre ich es dann gewesen. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch viel Spaß.